Hallo liebe Zuschauer, ich habe hier beim Gießen meiner kleinen Töpfchen hier mal einen Samen von der Mirabilis Jalapa freigespült. Und hier kann man schön erkennen, wie der Wurzelaustrieb des Samenkorns schon ist. Das Helle, was hier zum Boden zeigt, das ist die Wurzelentwicklung, und da kann man auch schon sehr schön erkennen, wie das Samenkorn quasi aufplatzt. Das werde ich natürlich jetzt wieder in die Erde stecken, weil ich will ja auch eine Pflanze davon haben. Die Wurzel ist ziemlich hart, habe ich festgestellt. Und kann man so in die Erde bohren, so ein bisschen hier. Aber ich werde es einfach in die kleine Mulde, die ich hier gemacht habe, reindrücken. Auch nicht viel tiefer, wie die Erde ist. Und dann mit neuer Erde hier einfach zudrücken, und das war's dann. Der Rest findet sich dann von selbst. So, das war's dann von meiner Seite her. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zu einem nächsten Video. Tschüss!